Wolfgang Schnatz. Mir ist es ganz egal, für wen ihr seid. Ihr habt schon so ein tolles Wochenende hier gehabt und es zu einem tollen Wochenende gemacht. Gebt doch mal richtig Gas. Haut alles raus, was ihr habt für die letzten 15 Minuten bei diesem Turnier. 15 Minuten der 2017 Ausgabe. Der 18. Privy Cup, das Turnier ist volljährig geworden und ja, es hat sein Mann gestanden. Auf geht's. So, ab geht's. Hoffen wir, dass beide Mannschaften besser aufs Tor schießen, als Stefan Hertel Dartpfeile wirft. Auf geht's ins Endspiel. Der erste Angriff, Bremen gleich in Überzahl aufs Tor. Mit dem Kapitän. Mike Dabrowski hier, die erste gute Parade von Niklas Gohr. Dem starken Keeper der Hamburger. Hier wieder Aluminium im Spiel. Hier der Versuch vom sicherlich auffälligsten Bremer Spieler von Malik Nemisic. Sekundenregel abgelaufen. Freistoß für Werder Bremen. Nächster Abschlussversuch. Massimo Klüver. Klüver! Ball von der Bande über das Tor. Versuch des Hackentricks. Ja, die beiden Offensiv-Cracks hier, Faride Alidou und Ryan Adigo, die beiden sicherlich auffälligsten Offensivspieler der Hanseaten. Konjan Galedou. Aber auch hinten Brooklyn Eze hier auf dem Feld, sicherlich ganz auffälliger Spieler, sehr kräftiger. Entscheidung für Werder Bremen richtig. Zeit ist angehalten. Beide Mannschaften kennen sich bestens, spielen in einer Liga, in der Regionalliga aktiv. Da die Werderaner knapp vor dem HSV. Die Bremer sind Dritter, der Hamburger SV ein Platz dahinter. Jetzt die nächste Offensivaktion, eingeleitet wieder von Ryan Adigo. Ja, jetzt mit dem Schlussversuch! Ding, ding, dong, dong, um es mit Claudia Roth zu sagen. Da bammelt die Bimmelmaus zum 1:0. Das erste Tor im Finale, der HSV liegt in Führung. 1:0. Torschütze mit der Nummer 17. Faride Alidou. Zappa. Abschluss. Ins Netz. Sie sind beim HSV einfach die auffälligsten Spieler. Und kicken wir übrigens zusammen auch mit Bremsumer 9 Malik Nemisevic. Um den Titel des besten Scorers, Niklas Gohr hier mit dem Schussversuch. Richtig, da war das Spiel zu lassen, der Lupfer an die Latte. Gute Möglichkeit wieder für die Hamburger. Z-
10 Minuten 30 auf der Uhr knappe Führung für die Hanseaten. Es wäre auch für die Mühlengrauz, das war so ein kleines Trostpflaster, hier gegen den Titelträger ausgeschieden zu sein. Und zwar nur ganz knapp mit 1:0. Jetzt Angriff der Hamburger. Großartige Tat von Jan-Erik Kranzmeier. Aber schon wieder die Hamburger im Angriff. Starke Ballbehandlung, stark rumgezogen von Jona Fabisch, der Kapitän der Hamburger. Auch er sicherlich einer der stärksten Akteure der Hamburger. In diesem Block hier der auffälligste Hanseate. Wieder der Ballgewinn von Fabisch Bremen. Er kämpft sich den Ball zurück. Abschluss wieder von Henrik Müller. HSV ja noch letzte Woche erfolgreich bei einem U17-Turnier in Flensburg. Sind dort als einzige U16-Mannschaft angetreten und gewann das Turnier. Brian Adigo wurde da zum besten Spieler des Turniers gewählt. Jetzt die große Chance für Werder Bremen. Abschluss von Marc Schröder. Der Trainer der Veteraner Frank Bender ist seit Neujahr 2014 im Amt. War vorher 11 Jahre lang Co-Trainer der U23. Hat dort einige Trainer miterlebt, unter anderem Thomas Wolter und Frank Neubart. Ist ein sehr beliebter Trainer hier bei den Organisatoren. Ruhig weg. Hier die Ablage. Schussversuch von Farid Alidou. Ein Abschluss hier vom stärksten Bremer, Malik Mimicevic. Hier das Vollspiel an der Bande. Und da darf man über 2 Minuten nachdenken, weil sie eben an der Bande war. Und natürlich scheidet es im Endspiel, wenn es hier das Vorentschieden wird. Na, ich finde es richtig von Thomas Peters, das hier weiterlaufen zu lassen. Beide Vereine hier mit einer großen Tradition beim Freeway Cup. Die Bremer zum 16. Mal dabei, Hamburg zum 15. Ball ist ausgeführt. Ja, die 4 Sekunden waren rum, deswegen Ballbesitz jetzt für Werder Bremen. Und beide haben auch schon tolle Spieler hervorgebracht. Nehmen wir mal SV Werder Bremen. Dennis Diekmeyer, Niklas Füllkrug, Kevin Schindler, Levent Aicicek war zum Beispiel hier. Felix Wiedwald, der gestern ja auch gegen den BVB notgedrungen ran musste. Dadurch, dass Jaroslav Brodny sich eine vollkommen berechtigte rote Karte geholt hatte. Timo Perte auch noch für den SV Werder hier gewesen. Mithalten kann aber auch der SV unter anderem Maximilian Beister, Alexander Meyer, Jonathan Paar war hier. Levin Özcanali, der Enkel von Uwe Seeler. Janik Sternberg war hier für die Hamburger auf der Platte, also ganz bekannte Namen bei beiden norddeutschen Clubs. Der Hackenpick zu kurz, Ryan Adigo. Nächster Schussversuch geblockt, Malik Mimicevic. Foulspiel von Brooklyn Ize. Sechs Minuten von dem Ende. Kurze Information hier auch für alle Zuschauer. Wir werden
natürlich die Siegerehrung auch übertragen, auch kommentieren. Wir werden erfahren, wer bester Torwart des Turniers, wer bester Scorer. All diese Dinge wollen wir da miterleben. Der Ball hat reingeguckt und im Nachsetzen der Treffer für den SV Werder Bremen. Und natürlich, wer sonst da ist als Malik Nemisevic soll es gewesen sein. Macht das 1:1 Torschütze mit der Rücke Nummer 9, Malik Nemisevic. 5,5 Minuten vor Ende. 1:1 jetzt. Alles auf Null gestellt. Intensiv geklärt. Werder Bremen, Sprechchöre hier in der Kreisspirale. Heinz Siegholzing nicht gerne hören, der Turniergründer, bekennender Hamburg-Fan. Wird sich natürlich freuen über den Erfolg seiner Norddeutschen. Tempo aufgenommen, guter Abschluss hier von Gusan Masalci. Knapp am Tor vorbei. Vorschussgelegenheit jetzt. Jona Fabisch. Steht er bereit? Oh, guter Versuch mit der Hacke zurückgelegt auf Hendrik Müller. Zu Werder Bremen. Der Top-Torjäger der Bremer in der Saison. Tor für Werder Bremen. 2:2 Führung im Finale. Torschütze mit der Rücke Nummer 11. Mertes. Für die Bremer. Überzeitspiel. Da kriegt den Ball nicht ganz kontrolliert. Jetzt muss es schnell gehen. Da ist Jonas Fabisch. Kriegt den Ball nicht ganz kontrolliert. Gut gerettet hier. 3,5 Minuten vor Schluss. 2:1 Führung für den SV Werder. Aber gehört den Druck. Habe ich. Okay, ja, gab es einen Kontakt. Also es geht in Ordnung. Ballbesitz für Werder. Also es wäre ein Ding, 12 Jahre nach dem letzten Turniersieg hier den Pott zu holen. Hatte man im Vorfeld nicht so auf der Pfanne, die Werderaner. Aber noch ist hier das Spiel noch nicht vorbei. Das ist eine gute Schussmöglichkeit und das ist das 2:2. Hendrik Müller. Das war gut rausgespielt. Aussteig! 2 Minuten noch knapp zu spielen. 2:2 ist das spannend. Torschütze mit der Rücke Nummer 15. Hendrik Keine Müller. Künstler, sondern Vollgas nach vorne. Allen Fußball pur. Natürlich mit aller Intensität und allem Ehrgeiz. Absolut auf Augenhöhe geführtes Endspiel hier zwischen den beiden Norddeutschen. Nächster Sololauf. Klasse zurückgelegt. Diese beiden sind einfach unglaublich. Farid Alidou
vollendet die fantastische Vorlage von Ronaldinho. Das ist der Wahnsinn. Spiel gedreht. 3:2 für Jungs, den Hamburger Sportverein. Wahnsinn. Torschütze nicht, mit der Rücke Nummer 17. Paride, Alidou. Wir könnten es aussagen. Alidou mit 8 Toren. Alidou mit 6 Toren in der Regionalliga. Die beiden erfolgreichsten Angreifer des HSV in der Saison. Guter Kopfball hier von Malik Mimicevic. Also es ist ein Fettballern hier um den Topscorer. 2:3. Also das Finale könnte auch locker 20, 25 Minuten dauern. Das macht nochmal richtig Spaß hier. Tolles Endspiel. Hatten wir die letzten Jahre auch schon mal anders. Erinnern wir uns letztes Jahr Leipzig. Hochsouverän mit 6:1. Den VfL Wolfsburg von der Platte gefegt. Natürlich, ne, Leute, noch einmal alles geben. Das ist die letzte Minute dieses Turniers. Das große Finale zwischen Hamburg und Bremen. Macht doch mal richtig Alarm! Und die beiden Mannschaften haben sich nochmal diesen fetten Applaus verdient, den es jetzt hier in der Kreisspielhalle Lübeck gibt. Schussversuch. Oh, das war ausbaufähig von Jan-Erik Hansmeier. Ein zweiter David Beckham. Und langer Ball nach vorne. 45 Sekunden auf der Uhr. Der nächste lange Ball nach vorne. Jetzt gehen wir in die Bundesjugendspiele. Schlagball, Weitwurf. Ball am Boden jetzt, es darf Fußball gespielt werden. Zack, wieder der Torwart. Angerollt. Bremen muss das Spiel eröffnen, Bremen muss aufbauen. Natürlich Hamburg jetzt nochmal intensiv dabei. Die wollen das hier verteidigen mit Mann und Maus. Ball lang nach vorne geschlagen, Kopfball abgelegt. Wieder geklärt von Brooklyn Issy. Kugel. Jetzt oben natürlich ist es jetzt intensiv. Jetzt die Schussmöglichkeit! Das Mimicevic! Wer denn sonst? Und wir haben noch 15 Sekunden auf der Uhr. 15 Sekunden vor Schluss der Ausgleich. 3:3 Torschütze. Top-Leistung bei Bremen noch zieht Bremen den Endspiel richtig auf. Das gab es so selten in dieser Vielzahl, in dieser Konstanz. Einfach bärenstark. 8, 7, 6, 5, 4, 3, jetzt nochmal die Möglichkeit. 2, letzter Schuss. 1, rüber, 9 Meter schießt. Aus. Das haben die alle verdient hier. Es wird vom Punkt entschieden. Mein Gott. Viel spannender kann man es wirklich nicht machen. Der SV Werder Bremen, präsentiert von Marc Kauf Lübecke, und der Hamburger Sportverein, präsentiert von der Volksbank Lübecker Land und der Volksbank Schnathorst, trennen sich im Finale 3:3. Puh. Das heißt, der Sieger des Heinz-Dieter-Heusing-Pokals beim 18. Freeway Cup wird durch 9-Meter-Schießen ermittelt. Jede Mannschaft bestimmt jetzt 3 Schützen. Die treten dann auf der Seite des Hamburger SV gegeneinander an. Sollte es danach immer noch unentschieden spielen, immer noch unentschieden stehen, dann geht es 1-1 weiter. Und wer dann als erster verschießt, der hat verloren. Wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Aber dass das Finale auch noch mit 9-Meter-Schießen endet, Wahnsinn. Spannender geht es nicht hier in diesem Nordderby. Also wir haben ein bisschen überschlagen. Es müsste Malik Mimicevic sein, der hier als bester Scorer ausgezeichnet wird. Und zwar hat Farida Alidou auch 8 Scorerpunkte, genau wie Mimicevic. Allerdings hat Mimicevic wirklich 8 Tore gemacht und bei Alidou teilt sich es auf in 5 Tore und 3 Vorlagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die Tore werden dann mehr gewichtet. Alles ist unglaublich, dieses Spiel hin und her gekippt und dann noch dieser Ausgleich, Sekunden vor Schluss. Wahnsinn, was die Jungs hier zeigen. Jetzt braucht man natürlich Nerven auch vorne dabei. Aus Stahl beim 9-Meter-Schießen. Die Schützen scheinen bestimmt zu sein. Jetzt wird noch gewählt, wer anfängt. Dass ein Finale nach 9-Meter-Schießen entschieden wird. Wie gesagt, weder Bremen noch Hamburg haben jemals ein Freeway Cup Endspiel verloren. Für einen von beiden muss es in wenigen Minuten soweit sein. So, der Hamburger SV beginnt. Im Tor beim SV Werder Bremen mit der Nummer 1, Jan-Erik Klansmeier.
Janik. Kubasayan. Kubasayan. Fängt an. Gegen Kanzmeier, der natürlich schon 9-Meter-Erfahrung hat in diesem Turnierverlauf. Es ist ein drittes 9-Meter-Schießen an diesem Sonntag. Zwei konnte er bisher für sich entscheiden. Und der geht in die Mitte, Eiskalt. Da wäre fast noch angekommen, verpasst den Ball. Mit der Rücke Nummer 8, der Janik Kubasayan. Für den Hamburger Sportverein. Bringt den HSV in Front. Jetzt kann Bremen nachziehen. Mit der Rücke Nummer 3, Massimo Klüver am 9-Meter-Punkt. Im Tor beim Hamburger SV mit der Nummer 1, Niklas Gohr. Und es ist wieder Bremen. Massimo Klüver verschießt. Und er hält. Niklas Gohr. Er hält. Ist dran. Nicht schlecht geschossen. Da braucht sich Massimo keine Vorwürfe machen. Toll gehalten von Niklas Gohr. Riesenchance jetzt für den HSV. Mit der Rücknummer 11, Ryan Adigo. Gibt es eine Zwei-Tore-Führung? Die Möglichkeit für Ryan Adigo zu erhöhen. Er scheitert. Jan-Erik Ranzmeier mit der Nummer 1 hält. Scheitert. Jan-Erik Ranzmeier. Bremen kann jetzt wieder ausgleichen mit der Rücknummer 9. Er hat schon einige Male hier getroffen an diesem Wochenende. Malik Mimicevic. So, jetzt die Möglichkeit hier auszugleichen. Und er darf eigentlich gar nicht verschießen, weil er bisher ein überragendes Turnier spielt. Er trifft natürlich. Ausgleich. Da war Niklas Gorn noch mit den Fingerspitzen dran. Alles wieder offen. Malik Mimicevic trifft zum 4:4. Jonah Fabisch mit der Rücknummer 21, der Kapitän. Fabisch, der Kapitän der Hamburger. Des Hamburger Sportvereins, jetzt am 9-Meter-Punkt gegen Jan-Erik Kranzmeier. Gegen den 9-Meter-Killer Jan-Erik Kranzmeier. Wieder Kranzmeier. Und jetzt kann Jan-Erik Kranzmeier hält dieses Finale für sich entscheiden. Das heißt, ist Thomas Linkhoff. Der sich die Kugel schnappt. Der sich jetzt Thomas Linkhoff mit der Rücke Nummer 8. Dann haben wir einen Sieger beim 18. Freeway Cup. Ist dieses Turnier, ist dieses Finale vielleicht vorbei? Er trifft! Der SV Werder Bremen gewinnt den Freeway Cup 2017. Herzlichen Glückwunsch an die Weser, an die Veteraner. Der Gewinner beim 18. Freeway Cup steht fest. Das ist Wahnsinn. Und damit da geht der Heinz-Dieter-Horsig-Pokal an den SV Werder Bremen. Präsentiert von Markauf Lübecke. Aber einen riesengroßen Applaus an die Jungs von Hamburg hier zu diesem Spiel, zu dieser Leistung, diesem Turnier. Der Hamburger Sportverein präsentiert von der Volksbank Lübecker Land und der Volksbank Schnathorst. Also auf dem zweiten Platz. Jetzt die vielen Gästen. Schöne Bilder hier.